Da sind wir wieder in der Folge Numero, ich weiß es nicht, glaub 24 oder 25 von Let's Play XCOM. Und wir haben das letzte Mal einen Newton gefangen genommen. Jetzt gucken wir mal gerade, wir haben noch einen Tag zum verbesserten Pulsbogen, den lassen wir mal noch vergehen. Haben nicht allzu viel Geld und gucken mal, was eigentlich in der Forschung los ist. Da erforschen wir gerade die Plasmakanone. Und wir haben auch ein tolles Bauvorhaben. Da wollte ich gar nicht hin. Ein Bauvorhaben. Und zwar unser Satellitennexus. Nach 15 Tagen, dann können wir noch einen extra Satelliten hochschicken. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir können nicht allzu viel bauen. Wie ihr seht, wir haben so wenig Credits, aber wir haben gerade vorher ein kleines Schiffchen abgeschossen und können eventuell noch ein paar sinnlose Sachen verkaufen. Naja, was heißt ein paar? Einer konnten wir verkaufen, um noch ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Da müssen wir die Frau Wahl nicht wohin schicken. Und hier unten, ganz süß, unser Muton, was wir gefangen haben. Das werden wir dann auch noch verhören. Gucci, 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 Gucci. Ja, das ist es. Das Muton. Und hier hinten die Hall of Fame, beziehungsweise die Soldaten, die im Kampf gefallen sind, sind zum Glück nicht allzu viele. Und man könnte mal eine Runde zwischenspeichern eventuell. Bevor wir dann mal was Falsches erforschen oder so. Ja, und jetzt brauchen wir noch 2 Tage für die Plasmakanone. In den Dienst ist die Frau Jensen auch wieder zurückgekehrt. Das ist sehr schön. Dann schauen wir doch mal, was uns die Plasmakanone gebracht hat. Bei unseren ständigen Bemühungen, die Chance für unsere Piloten im Kampf gegen UFOs zu verbessern, kommt der Erforschung der gegnerischen Plasmawaffentechnologie besondere Bedeutung zu. Da wir schon eine Variante für die Bodentruppen entwickelt hatten, war der schwierigste Teil der Arbeit bereits erledigt. Die Anpassung der Größe und Feuerkraft an die Belastbarkeit eines Abfangjägers war da vergleichsweise unkompliziert. Wir testeten, welche Belastung die Abfangjäger beim Abfeuern wegstecken konnten, vergrößerten die Waffe im entsprechenden Maßstab und entwickelten eine passende Flügelstation zur Bestückung. Die Plasmakanone ist jetzt bereit und kann in der Technikabteilung hergestellt werden. Ich bin sicher, unsere Piloten werden die zusätzliche Feuerkraft zu schätzen wissen. Okay, sehr schön. Plasmakanone gebaut. Nehmen wir doch gern. Was haben wir denn? Hyperwellen, Sektoiden. Verhöre den Sektoidenanführer. Drohnenautopsie. Wir haben keine Drohnen. Verhöre den Muton. Ach, so ein Verhör. Wir verhören jetzt einfach erstmal alle und autopsieren jetzt alles, was wir haben. Und so ein Plasmagewehr können wir dann später auch noch erforschen. Da brauchen wir aber 11 Tage. Er wird er bestimmt ausrasten wie der Hulk und das alles hier zerschlagen. Lass ihn nicht raus, lass ihn nicht raus! Oh mein Gott! Ich hoffe, so einer bricht nicht mal in der Basis aus und wir haben dann einen Einsatz in der Basis und müssen dann da alles zerstören, was wir schon so schön aufgebaut haben. Wir brauchen Kohle. Geld, Moneten, pinke, pinke. Oh, schon abgeschlossen. Auf den ersten Blick scheint der gefangene Muton von allen bisher untersuchten Aliens die niedrigste Intelligenz zu besitzen. Seine massige und kräftige Gestalt täuscht aber über die große Menge an Wissen hinweg, auf die wir zu unserer Überraschung bei ihm stießen. Doch uns wurde beim Verhör klar, dass es für die Invasoren nur logisch war, den Mutons ein völliges Verständnis ihrer Waffen und Taktik mitzugeben, da diese Monstren ja ihre besten Frontkämpfer sind. Auch wenn der Gefangene unseren Verhörtechniken trotz medikamentöser Ruhigstellung sehr viel Widerstand entgegensetzte, haben wir von dem Muton viel über die Alienwaffen erfahren.
speziell über ihre hochmodernen Plasmawaffen. Das Forschungsteam wird sofort mit der Auswertung dieser Daten beginnen, um sie in die mögliche Entwicklung einer neuen eigenen Waffengeneration einfließen zu lassen. Sehr schön. Gut vorgelesen, vielen Dank, auf Wiedersehen und komm nie wieder. Dann haben wir ja... Was können wir denn machen? Wir autopsieren erstmal einen Sektoidenanführer und verhören dann noch einen. Eine hochgefährliche Spezies, Commander. Auch wenn das Erscheinungsbild der Kreatur weniger angsteinflößend ist, ist ihre psionische Kraft vielleicht größer als bei allen anderen. Die psionische Kraft, können wir diese vielleicht nutzen? Wir werden sehen. Ich hoffe ja, wir können mal irgendwann so einen coolen Schwebeanzug für unsere Soldaten bauen oder sowas. Dass sie dann wegschweben, dem Kampf entfliehen. Sektoidenanzüge, Satellitennexus, immer noch 12 Tage. Ich will nicht mehr warten. Oh, Aliens terrorisieren Lyon. Sehr schwer. Aber wir haben zum Glück unsere Soldaten wiederbekommen. Und dann können wir ja jetzt auch einen Terrorangriff überleben, hoffentlich. Der Kong ist wieder da. Und die Frau nehmen wir mal weg. Die können wir eh nicht leihen. Nee, wir wollen ja unsere Emma wieder haben. Jetzt haben wir das. Eine Plasmapistole. Was hat sie denn eigentlich für eine Waffe? Ein Lasergewehr. Und haben wir ein leichtes Plasmagewehr? Ja, haben wir. Aber sie braucht ja eigentlich den Streulaser, oder? 6, 9, 20. Das müssen wir uns merken. 5, 10, 7. Okay, also der Streulaser ist auf jeden Fall besser geeignet dafür. Habe ich ihr jetzt die ganze Zeit ein Lasergewehr in die Hand gedrückt gehabt? Nein, sag nein. Sag nein! Danke. So, die schweren Jungs, die anderen, Medipack, Nanofa, den Pulsbogen hatte sie jetzt noch. Dann können wir ihn wieder mit dem Medikit ausrüsten. Und auf los. Geht's los! Wer hätte das gedacht? Völlig überraschend. Einfach losgesagt. Der Wahnsinn. Strike One, bereit machen zur Landung. Bereit machen zur Landung. Na, dann beginnen wir mal, was wir angefangen haben. Ich fordere dringend einen Einsatz an. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Hat einer mal die Ultimativen gelesen? Sozusagen die ultimativen Rächer von Marvel? Weiß nicht. Aber da kommt auch so eine Stelle dran vor, wo Captain America dann jemanden anschreit, weil ihm sagt, dass er nicht so patriotisch und alles sein soll oder sich zurückziehen soll. Er zeigt so auf seine Mütze und sagt, das A steht nicht für Frankreich. Verstanden, Big Sky. Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Es sind Zivilisten vor Ort. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Ja, ich hab's mitgekriegt. Oh, das sieht aber cool aus. Schon mal von der Location her. Wir haben 18 Zivilisten, die wir dann retten müssen. Da sind bestimmt... Da sind bestimmt wieder Chrysaliden unterwegs. Und deswegen werde ich schon mal unseren Scharfschützen so gut wie möglich positionieren. Er kommt hier nicht hoch, ne? Und man kann auch nicht über diese Mauer schauen. Was eigentlich sehr schade ist. So. Wir können links lang und können wir auch rechts lang? Ne, rechts können wir nicht lang. Also müssen wir uns eh nach dort bewegen.
Da hinten sehe ich schon einen Zivilisten, den wir dann vielleicht retten können, hoffentlich noch. Allzu viele Möglichkeiten haben wir ja jetzt gerade nicht, uns zu bewegen. Immer schön an der Wand lang. Unsere Sturmeinheit würde ich zwar gern losstürmen lassen, aber ich lasse erstmal hier einen Spurt hin. Und wir gehen dann wie immer auf Feldposten, um eventuell angreifende Aliens auszuschalten. Unsere Scharfschützen. Aber den könnte man dann nachher mal so einen Gefechtsscanner über den Zaun werfen lassen oder so. Vielleicht verrät uns das dann schon die Position einiger Aliens. Oh, da hinten hört sich nicht gut an. Scheint es Feindkontakt zu geben. Von hier sehen wir zum Glück noch nichts. Was ist das denn? Panzer? Oh. Da hat wahrscheinlich Lyon versucht, die Aliens abzuwehren und nicht ganz geschafft. Oh, hier brennen Leute. Hier unten stehen noch Zivilisten. Zwei Zivilisten hat es schon erwischt in der kurzen Zeit. Ja, wie soll man die auch retten, sage ich mal, wenn man eh nicht bis dorthin kommt. Alles in Ordnung, los. So einen konnten wir schon retten. Der andere steht noch ziemlich nah hier im Feld rum. Na, da werde ich mich jetzt erstmal noch nicht hinbewegen. Aus Sicherheitsgründen. Ihr wisst, was ich meine. So, wir stürmen noch ein Stückchen vor. Eine Runde Feldposten. Kann er sich eigentlich bewegen und den Gefechtsscanner werfen? Hm, tatsächlich. Da würde ich sagen, wir werfen den Gefechtsscanner einfach mal so weit, wie es geht. Und schau mal, ob da sich irgendwelche Aliens verbergen. Big Brother is online. Den hatten wir ja, glaube ich, bis jetzt noch nicht eingesetzt, den Gefechtsscanner. Aber hier im Umfeld scheint er keine Feinde zu messen. Das ist sehr beunruhigend. Eigentlich sollte man ja denken, dass das schön ist. Aber ich finde es doch sehr beunruhigend, wenn man die Feinde nicht sehen kann. Hier hinten finden sich immer noch Zivilisten, die man retten kann. Die Aliens bewegen sich, glaube ich, schon auf die Zivilisten von alleine zu. Was war das? Ah, scheiße, und da hinten scheinen... Kontakt. Wir können uns kein Bild von dem Ding machen. Seine Bewegungen sind so unbeständig. Oh mein Gott. Was ist das? Sie umgehen mich. Sie umgehen mich. Nein, sie umgehen dich nicht. ...65 auf die kleine Drohne und 85 auf den anderen. Okay. Können wir vielleicht vorher noch den Zivilisten rescuen? Anscheinend nicht. Aber 99% sind auf jeden Fall ausreichend. Nur 5 Schaden zugefügt. Retten wir erstmal noch einen Zivilisten hier. Du bist in Sicherheit. Bewegung. Und verstecken uns dann gleich wieder. Er sieht nur die Drohne von hier. Aber es bringt uns ja auch was, wenn wir die schon mal abschießen. Nein. Ja, nächstes Mal. Versuch mal den zu kriegen. Ich meine, es sind 85%, Junge! Also.
80% und er schießt daneben. Ich meine, das sind 15%, die es, sag ich mal, heißt, nicht zu treffen. Na toll. Dann kann ich mich nur dorthin bewegen, oder? Ach, unsere schweren Jungs haben ja auch eine spezielle Fähigkeit gehabt, die ich entwickelt hatte mit diesen Robotern. Ne? Und hier hinten kommen wir auch nicht vorbei. Das heißt, ich brauche gar nicht erst in die Richtung weiter vorzudringen. Das heißt, wir müssen sozusagen schon durch die Mitte sausen. Ist hier noch ein Zivilist, den ich retten kann? Hallo, wer will gerettet werden? Hand hoch. Anscheinend niemand. Na, lassen wir sie doch dort vergammeln. Blöden Zivilisten. Verloren 5. Oh, da hinten. Und was ist das? Weggerannt 2 oder was? Nee, nicht spurten. Ich will doch nur die Frau Aoki auswählen. Du bist sicher, weg hier! Naja, so sicher ist sie jetzt auch nicht wirklich. Ah, schön am brennenden Panzer. Ich hoffe, die explodieren nicht auch noch. So, hier hinten hatte ich noch einen Zivilisten gesehen. Den könnte man dann später versuchen noch zu retten. Ach ja, die Grünen sind 3 Gerettete, oder? Täusche ich mich da? Kommt sie bis dorthin? Ja, kommt sie. Aber dann hat sie keine Deckung. Das ist natürlich schlecht. Wir müssen uns mal von Deckung zu Deckung pirschen. Ich hoffe, dass von hier hinten nicht noch was kommt. Ja, der Herr Kelly muss jetzt natürlich nach seinem Rettungseinsatz erstmal den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Aber dafür hat er natürlich heldenhaft jemanden gerettet. Das möchte man ihm dann doch schon anerkennen, hoffe ich. So, nun sind es Scharfschützen. Ziehen wir noch ein Stück vor. So, das kann ja wahrscheinlich auch nichts sehen auf dem Schlachtfeld. Von da hinten höre ich Alien-Aktivitäten. Ach nein, oder? Unsere Freunde, die gar lieblichen Chrysaliden. Hallo, der steht vor dir und du hast ihn nicht getroffen. Das willst du mir jetzt nicht erzählen, oder? Da hinten schreit gleich mal jemand. Hat er den Zivilisten jetzt getötet? Nein. 97. Mach ihn platt. Hallo, ich hab gesagt, mach ihn platt. Mach ihn platt. Wir sehen uns in der Hölle. Wen sieht er denn? Den dort? 100%? Na, das nutzen wir doch aus. Tja, nicht ganz getötet, aber wir haben ja noch einen Schuss, genau. X-Ray neutralisiert. Und das war's dann auch schon. Ach, hier drüben steht noch ein Zivilist. Den retten wir gleich mal noch mit. Du bist in Sicherheit, los! Und bring uns wieder in Sicherheit. Was
sie könnte den Chrysalid treffen. Aber ich will natürlich nicht, dass er meinen Kumpel hier infiziert. Und deswegen werde ich mal meine Sturm- und Schussfähigkeit benutzen. Einfach mal versuchen, den Zivilisten hier vor dem Chrysaliden zu retten. Und hoffentlich den Chrysaliden auch gleich mitzunehmen. Und wir können auch gleichzeitig Schnellfeuer benutzen. Na, wenn das nichts ist, dann müsste er doch draufgehen dabei. Unsere Frau Jensen kann gleich zwei Spezialfähigkeiten auf einmal benutzen. Also wenn das nichts ist, weiß ich es auch nicht. Wir versuchen einfach mal so viele Zivilisten wie möglich zu retten. Boah, und die fliegen hier glatt durch die Türen. Knallt die Türen auch zu Hause so? Ah, natürlich nicht. Aliens haben ja keine direkten Türen, soweit ich das gesehen habe. Konnten die ja immer nur... Diese Energiefelder hatten die ja. Die kann man ja schlecht knallen, oder? Ja, vielleicht haben sie sowas eingebaut, dass man vor Rot auch mal so ein Energiefeld knallen kann. Knallst du das Energiefeld einfach hinter dir zu? 51. Naja, nicht besonders. Hm? Aber wir können ja wenigstens das Holo-Zielen drauf anwenden. Naja, ist jetzt nicht so der Burner. Da können wir auch ruhig auf Feldposten gehen. Der Zulu, der Petersen. Müsste vielleicht langsam mal nachladen. Zeit zu killen. 85, mach mal. Das macht das Holo-Zielen sich immer bemerkbar, dass die Trefferwahrscheinlichkeiten so schön ansteigen. Huch, oh, jetzt habe ich fast gedacht, ich stürze gerade ab. Puh. Einsatzziele erreicht. Oh, tatsächlich. Das war's schon. Gerettete Zivilisten 12 von 18. Prädikat gut. Na, das ist doch sehr schön. Da können wir auch nach Hause fliegen. Und, uns von den Zivilisten umarmen lassen. Und Blumen beschmücken und beschenken. Und gratis Geschenke nehme ich immer gerne entgegen. Ich bin vom bisherigen Ergebnis beeindruckt. Besonders, wenn man die Umstände da unten bedenkt. Nett, nett, nett. Und wir haben zum Colonel noch zwei befördert bekommen. Erretter, Medikits heilen pro Anwendung zusätzlich 4 Gesundheit. Und wir hatten bei ihr auch die Medikits. 2 Reflexschüsse beim Feldposten statt nur 1. Das ist zwar schön, aber ich gehe mal lieber auf die Medikits. Und der Gaza, was hat er denn? Er ist jetzt Major. Überlebenswille, das hat man glaube ich schon bei dem Herrn Garcia. Reduziert einen erlittenen normalen Schaden um 2, wenn die Einheit in Deckung ist und nicht von der Flanke angegriffen wird. Das klingt doch gut. Cyberdisk-Autopsie. Aber das ist doch nur eine Cyberdisk. Das ist doch kein Viech, oder? Kann doch nicht sein. Wir bleiben in Kontakt, Commander. So, zum Abschluss dieser Folge werfen wir mal wieder einen Blick auf unsere coole Chaos-Anzeige. Und sehen... Es ist abgeschwächt. Sehr schön. Und das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.